Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 meines Feed the Beast auf 20 Let's Plays. In der letzten Aufnahme habe ich das ja voll verkackt, die Zahl. Ja gut. Auf jeden Fall habe ich in der letzten Aufnahme versprochen, ich mache mal kurz die Logistik-Pipes fertig. Beziehungsweise zeige ich euch ja, wie man die jetzt so benutzt. Und zwar ist es ja so, wir bekommen ja aus der Sawmill, wenn wir die benutzen, zwei Produkte raus, nämlich einmal Awkward Planks und einmal Sawdust. So, jetzt müssen wir natürlich, dadurch können wir natürlich auch nicht einfach mal so, ohne irgendwelche Upgrades, können wir jetzt nicht einfach mal so die Sawmill da anschließen, denn ansonsten würde der immer mehr Sawdust herstellen, aber den nicht rausziehen und deswegen dann irgendwann überlaufen und nichts mehr produzieren, was dann auch schlecht wäre. Also bringen wir ihm bei, okay, pack in diese Sawmill oben rein, in den blauen Slot, pack dort rein, Holz, reines Holz, und du kriegst 6 Wooden Planks raus, und zwar nur 6 Wooden Planks. Aber, da wir dort dran ja eine Kiste haben, macht er automatisch auch den Sawdust, was ziemlich praktisch dann ist. Dann können wir zwar keinen Sawdust direkt craften, aber das brauchen wir auch nicht. Also, wir bringen jetzt dieser Satellite Pipe die ID 1 bei, das muss man immer als erstes machen, Satellite ID 1, und dann sagen wir, in Satellite ID 1 kommt ein Holz. Daraus bekommst du 6, einfach mal einen Linksklick rein, nee, einen Rechtsklick, was denn jetzt, ein Rechtsklick, ja, einmal Rechtsklick mit der richtigen Anzahl und ihr habt die richtige Anzahl auch drin, ein Output in der Satellite 1, was jetzt die hier ist, ergibt 6 Awkward Planks dort unten, und das System weiß das jetzt, und da habe ich jetzt gerade keinen Bock, so, also jetzt können wir auch Awkward Planks craften, wenn die mal ausgehen sollten. Dann bringen wir ihm als nächstes bei, hey, das, das, das und das. Aber dafür brauchen wir natürlich auch noch eine Satellite, die da dran kommt. Dann geben wir eben ein paar Stone Pipes, die wir dazwischen stellen. Und dann müssen wir den natürlich noch mit dem System verbinden. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier unten drunter durch. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch wieder ein paar Fassads. Ich habe keine Request-Pipe hier unten, was ein bisschen blöde ist. Das werde ich auch gleich mal ändern. Das ändere ich jetzt mal kurz, eine Request-Pipe. Da brauche ich eine Basic. Und ein Iron Gear. Und haben wir noch ein Gold-Chipset? Nö, natürlich nicht. Heißt, ich mache mal kurz ein Gold-Chipset. Wir haben ja sogar eins. Nämlich hier unten in der Kiste drin. Die muss ich nur mal rausnehmen. So, die können jetzt aber auch dort unten rein. 10. 9, alle weg. Und dann stelle ich einfach mal die 1, 1, 1 nochmal eine solche her. Da haben wir noch Diamantchipsets. Ich habe noch eins mit, aber wir haben auch noch mehr als eins, das weiß ich. Dann kann ich mir nämlich auch gleich wieder, weil ich so dekadent bin, gleich eine Mark II Request Pipe machen. Einfach weil ich es kann. So. Heißt, ich baue mir zum Beispiel, sagen wir einfach mal, nee, nicht hier, sondern bauen wir die doch einfach. Hier ran. Dann geben wir noch eine Kiste. Die Chest requeste ich. Und ich habe doch bestimmt auch noch Crafting Tables, oder? Nö. Dann muss ich nochmal kurz Crafting Table herstellen. Stellen wir die Kiste da dran. So, und dann haben wir ein Crafting Table, den machen wir zu einer Crafting Station und den zu dieser kleinen Crafting Station. Die stellen wir dann einfach hier rauf. Ne, das ist nicht so schlau. Eher hier rauf. Und haben dann ein kleines Request-System. Vielleicht können wir es sogar noch ein bisschen effizienter gestalten, indem wir... Ne, dann hat er ja wieder das hier als Verbindung. Das soll er leider nicht reinpacken. Dann machen wir es doch so.
Sieht auch irgendwie schlecht aus. So kann man es machen. Und dann hätte ich jetzt gerne noch mal ein paar Fassaden. Und ich komme jetzt den ganzen Weg runter und bis in die Kiste rein. Und die legen wir dann einfach hier ran. So, sieht doch super aus. Und wenn wir überschüssig haben, brauchen wir nur eine Obsidian Pipe. Und die stellen wir dann zum Beispiel da ran und schmeißen die 6 Fassaden da rein. Und schon sind die wieder weg. Gut, dann wollen wir natürlich Crafting. Das dann geben wir, dem Teil geben wir die Satellite-ID 2. Und dann sagen wir ihm, wenn du Eisen in die 2 packst, bekommst du, achso, und Redstone natürlich auch, wenn du Eisen und Redstone in die 2 packst, bekommst du ein Iron Chipset. Und wenn du Gold und Redstone in die Satellite ID 2 packst, bekommst du ein Golden Chipset raus. Und wenn du Diamant und Redstone da reinpackst, bekommst du ein Diamant Chipset raus. Natürlich in die Satellite ID 2. Und wenn du eine Enderperle und Redstone da reinpackst, bekommst du 2 Pulsating Chipsets. So, jetzt sollte er auch wissen, wie er die Chipsets herstellt. Heißt, wir schmeißen die Ressourcen davon mal alle weg. Das kann auch alles weg. Das kann alles weg. Ja, jetzt das Lapis wird wahrscheinlich jetzt in die richtige Kiste, weil die Farbe in die falsche. Aber gut, er weiß jetzt, wie er die herstellt. Außerdem haben wir jetzt einen guten Buffer an Zeug. Ich werde nochmal gucken, dass ich vielleicht so sage, okay, ich packe 10 Chipsets von jeder Art hier einmal so rein. Und wenn ich dann was brauche, dann zieht er sie raus und craftet sie dann halt neu nach. So dass ich halt, also, wenn ich jetzt ihm halt sage, okay, das ist so, dass ich dann hier Eisen-Chipsets rausbekomme, wenn du dort das Richtige reinpackst und dort schon Eisen-Chipsets drin sind, dann denkt er sich, okay, die Eisen-Chipsets sind schon fertig und nimmt sie schon mal raus. Packt aber trotzdem die Ressourcen hier rein, die werden danach produziert. Dann geht das Produzieren ein bisschen schneller und ich brauche nicht immer so ewig zu warten, bis die Chipsets fertig sind. So. Heißt, ich werde so ungefähr 10 Stück da drin behalten. Weil er jetzt so gerade so schön produziert. Diamant-Chipsets ist nicht, davon werde ich vielleicht 1 oder 2 da drin behalten. Mal sehen. Kann ich auch machen, 1 oder 2 Diamant-Chipsets, jetzt lassen wir da drin. Mal 2 Diamanten, 2 Redstone. Bestellen wir das doch einfach mal und dank Logistic Pipes ist das Ganze super schnell. So, und auch die schmeißen wir da einmal rein. Und stellt da auch Diamantchips jetzt noch her. 4, das heißt wir brauchen noch 6 von jeder Sorte. Und 2 mal 6 sind 12. Also noch 14. Und alles andere kann mit Alt einfach weg. Gut. Oh. Habe ich jetzt vergessen zu resetten? Ich habe vergessen zu resetten. Bis gleich. So, jetzt habe ich die Zeit wieder. So, das heißt also, das Logistic-Pipes-System entwickelt sich doch ziemlich gut. Er weiß schon mal, wie er die wichtigsten Pipes herstellt. Vielleicht bringen wir ihm nochmal Chassis bei, denn die sind auch blöd zu craften. Open. Chassis Mark 2. Import. So, ich glaube, das Chassis Mark 1 bringe ich ihm auch nochmal bei, aber dann bitte auch in der richtigen Reihenfolge. Heißt das Open
Chassis Mark 1 und nicht die Version, sondern die Version, denn das ist einfach nur 2 Redstone gespart. Komm, 2 Redstone kann man wohl doch eher mehr oder weniger ignorieren. Import. Und als letztes noch Chassis Mark 3. Mehr braucht man sowieso nie. Weil wir das Chassis Mark 4 dann schon ein Goldteil brauchen, das Chassis Mark 5. Dann sogar schon ein Chassis Mark 4 mit einem Diamantchipset noch, braucht. Oh ja, gut. Wir haben eine Menge Stein und Obsidian, fällt mir gerade auf. Gotta love it. Das ist auch alles fertig. Ich würde sagen, unser System läuft doch, oder? Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben ein bisschen Crafting jetzt gemacht. Ich werde, wenn ich weitere Rezepte finde, die ich brauche, noch weitere Rezepte einlernen. Ach ja, und noch was ich auf jeden Fall brauche. Eine nochmal wieder Pipes. Und zwar brauche ich noch einmal 2 Ender Pouches. Einen Orange und einen Blauen. Denn ich hätte gerne noch was getan. Also, wir brauchen dafür eine Remote Pipe. Eine Remote Pipe. Da. Enderperle Basic und Redstone. Eine Basic. Eine Enderperle. Und Redstone. Und wir brauchen ein Chassis Mark 1. Dann haben wir einmal unsere Basic, eine Enderperle und Redstone. Und eine Remote Order Pipe. Und dann brauchen wir ein Extraktor-Modul. Und zwar am besten ein möglichst hochwertiges. Iron Chipset. Nicht Tron. Iron. Und zwar hätte ich davon gerne ein davon Module. Ein Modul. Und Blue. Was haben wir denn so an blauer Farbe? Die ist ja da oben drin, die ist noch nicht angeschlossen. Aber wir haben ja Lapis ohne Ende. Aber brauchen wir nochmal 2. So, dann haben wir das hier und das hier. Haben wir ein Extraktor Mark 1. Das ist aber sehr, sehr langsam. Das Extraktor Mark 1 zieht ein Item, ein Item alle 5 Sekunden nur. Also ich glaube, es war ein Item alle 5 Sekunden, die es rauszieht. Dann brauchen wir also natürlich ein Extraktor Mark 2. Das ist ein Gold-Chipset. Und werten das Ding auf zu einem Mark 2. Das Teil macht jede Sekunde ein Item raus. Immer noch zu langsam. Wir brauchen das da. Und das zieht richtig schnell raus. Wie schnell genau? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall so schnell, dass es schwierig ist, da überhaupt eine Kiste voll zu bekommen. So schnell ist es. So, eine Enderperle kommt wieder in die Naturalienkiste. Ne, in die Mobtops-Kiste natürlich. Und dann brauchen wir... Wo ist das Chassis? Das ist noch da drin. Brauchen wir noch 2 Ender-Chests. Dafür brauche ich mehr Blaze-Rods, glaube ich. Und dann hätte ich die gerne hier irgendwo unten angeschlossen. Aber eigentlich nicht so gerne hier. Hier kann man ja komplett Logistic-Pipes langlegen. Eigentlich habe ich die einfach immer an die Seite gestellt, also mache ich das hier einfach auch. So, ich stelle sie jetzt hier an die Ecke ran. Heißt, ich mache dort meine Remote Order Pipe. Und dort mein Chassis Mark 1. Und in das Chassis Mark 1 kommt ein Extraktor-Modul rein. Und zwar ein Mark 3 Extraktor-Modul. Bevor das alles da ist, zeige ich euch gleich noch. Erstmal schmeiße ich nochmal kurz die Pipes weg, die ich überflüssig habe. Hey, und weg damit. Und dann brauchen wir Ender Chests. Ender Chests. 4 Blaze Rods. Haben wir 8 Blaze Rods? Ne, wir haben nur 4. Dann ist mir aber eine bestimmte
Kiste wichtiger als eine andere. Davon brauchen wir 2x4, 3 Leder und eine Wolle und eine Enderperle. Also Enderperlen 4 Stück. Und dann noch Wolle. Auch 4 Stück. Und dann 6 Leder. Und dann noch Obsidian, habe ich noch gar nicht drin, oder? Nö, ich habe noch gar nicht beigebracht, wo Obsidian herkriegt. Das ist natürlich nicht so schlau. Muss ich nochmal gleich machen. Muss sowieso noch ein bisschen was machen. Obsidian muss ich mir noch beibringen. Und was ich ihm denn noch beibringen? Irgendwas musste ich ihm noch beibringen. Obsidian und Kisten 2 Stück. So, dann haben wir hier unsere Obsidian. Leider nur eine Kiste für Blaze Rods. Ich muss natürlich mal gucken, wie färbt man Wolle in dieser Version. Das ist hier irgendwie schwerer als sonst. Einmal Lapis, einmal Lapis. Denn soweit ich weiß, kann man nicht einfach das machen. Oh, doch, kann man jetzt. Gut, das ist schön. Dann brauchen wir nochmal Grün. Das Grün hat sich sicherlich hier eingefunden, ja. Und dann brauchen wir noch 2 grüne Wolle. Oder? Wollte ich grün überhaupt? Was wollte ich überhaupt als... Nee, als Besteller wollte ich eigentlich orange. Orange ist schön. Orange ist schön. 2 orange. Denn es gibt 2 Möglichkeiten, diese Teile einzustellen. Entweder ihr färbt sie einzeln. Wenn ihr jetzt mit dieses Teil habt, seht ihr, dass dort oben 3 kleine Slots drauf sind. Oder auch hier 3 kleine Slots. Entweder ihr färbt die einzeln. Bei einem Ender Pouch ist es anders. Das kann ich euch nochmal irgendwann zeigen. Aber bei einer Ender Chest, bei einer normalen Ender Chest, ist es halt so, wenn ihr die jetzt so baut, so, und mit weißer Wolle baut, dann ist das oben alles weiß und ihr müsst jeden einzelnen Teil einzeln einfärben. Benutzt ihr hingegen direkt blaue Wolle, habt ihr auch direkt eine blaue Ender Chest. Und ich glaube, ich will als erstes die blaue Ender Chest. Dann hätte ich gerne noch einen Ender Bag. Genauer gesagt sogar 2. So. Und die hätte ich gerne einmal in orange. Da seht ihr jetzt alle Teile auf einmal orange. Und alle Dinge auf einmal blau. So, und dann packen wir jetzt unsere blaue Ender Chest an dieses Ding hier ran. An das Modul. An das Extractor Mark 3. Und wir haben unseren Ender Pouch, der auch blau ist. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ihr öffnet den blauen Ender Pouch. Und ihr seht, wie sich gleichzeitig auch die Kiste hier öffnet. Und da wir in diesem Chunk hier einen Chunk Loader haben, ist dieser Chunk hier immer geladen. Heißt, egal wo ich bin, ich kann einfach mal eben, keine Ahnung, zum Beispiel so machen. Und zack, sind die Wood Planks weg und werden automatisch, wie ihr gleich sehen werdet, in dieses System da reingepackt. Zack. Und schon sind unsere 42 Wood Planks hier. Das gleiche würde ich natürlich auch noch machen, um requesten zu können, also um auch Items aus meinem Logistic Pipe System rauszubekommen. Aber dafür muss ich mir dann noch eine zweite Ender Chest craften können, dafür brauche ich mehr Blaze Rods. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich erstmal wieder in den Nether gehen und ein bisschen Blazes farmen. Jetzt, wo ich eine bessere Schwert habe. Aber ich denke erstmal, werde ich, weil ich so gutes Zeug jetzt habe, erstmal mir eine modulare Power Suit machen, um überhaupt die Angriffe der Blazes auch abwehren zu können. Gut, aber auf jeden Fall hätte ich jetzt gerne noch einen Remote Orderer. Ach ja, das Teil hat ja kein NEI Synchronized. Das ist das Einzige, was mir bei Logistic Pipes ein bisschen fehlt. Es gibt nur 2 Dinge, die mir bei Logistic Pipes fehlen. Erstens, NEI Auto Synchro. Heißt, wenn ich hier was suche, dass er das dann auch automatisch in NEI sucht. Und zweitens, dass ich mehrere Rezepte an einer einzigen Pipe nutzen kann. Und nicht immer so viele auf einmal brauche. So, ich gehe jetzt mal kurz pennen. Yay, Request. Ich finde das auch schön, dass er in der neuesten Version auch zeigt, was man requested hat.
Das finde ich auch sehr schön, was das halt zeigt. So, dann wollte ich jetzt noch einen Remote-Orderer. Das Ding kostet nur 4 Glas und 2 Diamond-Chipsets. 2 Diamond-Chipsets. Und 4 Glas. Und haben wir einen Remote-Orderer. AKA Requesting Tool. Genau. Requesting Tool von Darrow20. Ich nenne es eigentlich auch immer Remote Orderer. So, das Teil funktioniert jetzt so noch nicht, denn es hat keinen Remote Pipe. Sondern wir müssen jetzt erstmal rechtsklick auf eine Remote Orderer Logistic Pipe machen. Und dann können wir damit das hier sehen. Damit können wir jetzt auf jegliche Entfernung, also wirklich, es funktioniert auf jegliche Entfernung, die euer Logistic Pipes Netz aushält von der Energie her. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel hier unten aufmache, ihr seht, unsere Logistics Power Einheit hat jetzt volle 2 Millionen. Wenn ich das Ding jetzt einmal aufmache, ist die Energie gar nicht runtergegangen. Also es ist bei dem Remote Order so, einmal öffnen ist das, was kostet. Das Öffnen des Remote Orderers ist das, was Energie kostet, nicht das Requesten. Heißt, ich kann das Ding jetzt offen lassen, 5 Milliarden Requests tätigen oder auch nur eine. Es ist vollkommen egal, die Energie bleibt die gleiche. Aber wenn ich im Nether das Ding jetzt aufmache, dann kostet das richtig viel Energie. Auf einen Schlag 2000 mehr. Heißt, das Öffnen des Remote Orderer kostet die Energie und nicht das Bestellen der Sachen. So, wie ihr euch jetzt sicher denken könnt, was wir schon mit diesem wunderschönen Ender-Chestchen gemacht haben, werden wir jetzt natürlich auch mit dem Remote Orderer machen. Das heißt, wir stellen hier eine Ender-Chest in orange hin und können dann einfach mit dem Ender-Pouch Remote Orderer sagen und sagen, hey, ich hätte gerne nochmal einen Stack Fackeln. Zack, der Stack Fackeln wird in die orangene Kiste gepackt und wir können in der Pouch die Fackeln rausholen. Und halt der blaue ist zum Einsortieren der Sachen ins System. Super praktische Sache, aber wir brauchen mehr Blaze Straws, um das vernünftig hinzukriegen. Und der müsste jetzt soweit fertig sein. Ja, das ist gut. Ich glaube, ich lasse es sogar erstmal so an, einfach weil es so praktisch ist, einfach mal kurz machen zu können, bis ich eine Logistic Pipe des Anatis automatisch rauszieht. Und ihr seht, wir haben ein bisschen Rubber. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie stellen wir Dinge her. Denn das Problem ist jetzt natürlich, wir müssen ihm jetzt irgendwie beibringen, wie er mit den Maschinen hier auch craftet. Und das ist nicht so einfach mit Logistic Pipes, weil wir halt mit Logistic Pipes immer nur eine einzige Maschine zur Zeit benutzen können. Heißt, wir müssen ihm jetzt irgendwie beibringen, wie er mit diesen Maschinen was craftet, ohne viel was dafür tun zu müssen. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich da labere. ja. Halt, weil eine Logistic Pipe immer einen Platz hier belegt. So. Das heißt, a washing plant. Zumindest den Metal Former würde ich gerne automatisieren, denn der ist das, was am nervigsten ist. Dann bräuchte ich aber 3 Metal Former, um die wirklich zu automatisieren. Also so viele Rezepte gibt es da zum Glück gar nicht, weil dank Fuzzy Crafting müsste ich jetzt ja auch mit Dingen craften können, die schon Damage Value haben. Heißt, ich kann auch bei den meisten Sachen dem beibringen, wie er das mit dem Hammer und mit der Schere macht. Nur bei Kupferkabeln muss ich ihm beibringen, wie er es mit Metal Former macht. Weil die nämlich effektiver sind. Gut, wir wollen auf jeden Fall einen Modular Power Suit. Modular Power Suit. Daraus wollen wir eine Menge Sachen haben. Eigentlich so gut wie jedes Item hier. Das Teil wird dann eigentlich relativ sinnlos, wenn wir den da haben. Keine Ahnung, ob ich das dann benutze dafür. Vielleicht ersetze ich meinen Hyper-Metog einfach durch dieses Teil. Aber die Spitzhacke auf jeden Fall nicht, denn wir wollen ja Looting. Das brauchen wir bei dem ja nicht. Und das Schwert auch nicht, weil das auch einfach Looting haben kann. Das heißt, ich würde sagen, wir bringen ihm dann als nächstes ein paar Rezepte bei zum Modular Power Suits.
brauchen also nochmal 6 Crafted Logistic Pipes. Und die können wir dann hier hinstellen. Die werden alle gecraftet. Ihr seht, wie die Items hier durch die Gegend fliegen. Es ist so geil anzusehen. Und alles so unglaublich geil schnell. Zack. 6 von jedem. Dann die Pipes hier kaputt machen. Und jetzt brauchen wir auch keine speziellen Pipes oder so. Nein, wir können es einfach so lassen. Und jetzt haben wir eine gigantische Crafting-Wand. Hui. So, wir waren hier irgendwo, ne? Ja. Gut, das heißt, ich bringe mal die ganzen blöden Rezepte bei für die beschissenen Sachen. Zum Beispiel Wiring. Da geht es wesentlich einfacher, das JSON-Shaped-Rezept zu nehmen. Denn das ist wesentlich billiger. Silber und Kupfer sind Dinge, die man sowieso immer hat. Aber natürlich sollte ich das richtige Silber und Kupfer nehmen. Tin soll ich mal nochmal suchen. Das sind die Sachen, die wir immer mit Thorn Expansion machen. Komm, gib her. So. Hä? Waren das jetzt? Da unten. Nein, da. Ja. Kupfer da, und zwar bitte alles schönes Thorn Expansion Kupfer. Und alles von der schönen Thorn Expansion Silber Import. So. Dann wollen wir noch ein paar mehr Crafting Rezepte. Wir brauchen außerdem als nächstes wahrscheinlich immer wieder Solenoids. Die sind besser herzustellen so. Import. Also zu 90% ist das JSON Shaped Rezept billiger. Aber auch nur zu 90%. Es gibt ein, zwei, wo es billiger ist, was anderes zu nehmen. Und das sind zum Beispiel Force Field Emitter. Denn hier braucht ihr nur einen Advanced Circuit. Hingegen bei JSON Shape braucht ihr einen Tesseract Frame, der voll ist. Dafür braucht ihr auch zwar 4 Enderperlen, aber auch noch Enderium und Diamanten. Und das ist super teuer. Also dort nehmt ihr schön das Rezept. Dafür muss man also wissen, wie ihr normale Chipsets herstellt. Dafür müssen wir beibringen, wie ihr mit dem Metal Former benutzt. Aber das werde ich nochmal gucken. Vielleicht baue ich mir hier unten auch noch mal ein paar die ganzen Maschinen noch einmal hin, und zwar so wie früher in Feed the Beast mit dem Pipes dran, nur halt ein bisschen effektiver gesetzt. Ich glaube, das mache ich auch noch mal irgendwann. Mal sehen, aber da muss ich auch wieder die Power dorthin laufen lassen, und wobei, nein, brauche ich nicht. Ich habe Logistic Pipes, ich kann Logistics Power nutzen. Yay, mal schauen, wie das dann funktioniert und ob es funktioniert. Das kann ich gleich mal ausprobieren. Aber erst noch die letzten paar Rezepte einlernen, zum Beispiel auch ein Servomotor, ist auch wieder in JSON Shape billiger. Das ist nämlich mehr Eisen. Das hier ist nur ein bisschen Eisen und Gold, Redstone und Glas. Also wieder das Rezept, wofür wir mal erstmal hier mal den Servos beibringen. Und dann den wunderschönen Servomotor. Dann Gliderwings will ich haben, aber sind einfach herzustellen, da brauche ich kein extra Crafting für. High Voltage Capacitor, da ist es glaube ich billiger. Da kann man es sich eigentlich mehr oder weniger nehmen. Weil das braucht nämlich einen Energy Crystal und der braucht 9 Energy, um das, was 4 Diamanten sind. Hingegen, das Ding hier braucht nur einen Diamanten. Zwar 40 Redstone, oder? Ich glaube, es waren 40 Redstone. 4000 Millibuckets sind eigentlich 40 Redstone. Aber hat nur einen Diamanten und ein bisschen Electrum, das ist billiger als 4 Diamanten. Solar Panel hätte ich gerne. Die sind hier billiger. Das ist auf jeden Fall klar. Die sind bei Industrial Craft billiger. Denn da braucht man einen ganzen Lapis Block. Und die Redstone Energy Conduits. Ja gut, die sind empty. Trotzdem, ich will Lapis sparen. Nehmen wir die. Dafür muss er jetzt natürlich noch wissen, wie er Generatoren und Chipsets herstellt. Aber das bringen wir dann auch gleich nochmal bei. Force Field Emitter bringen wir ihm auch bei. Auch wenn er die Zutaten dazu noch gar nicht kennt, aber wir bringen ihm schon mal die Rezepte bei. Hologramm Emitter, der ist billiger so.
Dort brauche ich dann auch ein Fuzzy Crafting. Dann hätte ich auch gerne den nochmal automatisch hergestellt. Da ist auch das billiger. Und den da eigentlich auch. Also den da. Okay, da ist das Multimeter auf jeden Fall billiger als das Teil. Ja gut, damit haben wir also schon mal die ersten Vorbereitungen für Modular Power Suits getroffen. In der nächsten Aufnahme muss ich mir dann mal paar Maschinen von Industrial Craft und Thermal Expansion automatisieren und noch ein bisschen Arbeit leisten. Oh, das Ding müsste ich eigentlich auch nochmal beibringen. Das ist nämlich auch scheiße zu craften, und zwar billiger so natürlich. Wesentlich billiger, Alter, wie viel billiger das ist. Ohne Ende Massen an Eisen und ein Advanced Circuit, Invar und ein Wiring. Teilweise sind die Rezeptunterschiede echt gigantisch. Hier auch. Wiring. Electronic Circuit. Yay. Na gut, also wir müssen auf jeden Fall noch eine Menge Crafting, also wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Einstellungen für Logistic Pipes vor uns. Aber das kommt dann in der nächsten Aufnahme. Und für diese Aufnahme sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.